Dachtest du, dieser Ort wäre in einem besseren Zustand? Selbst das helle Kataka hat seine Schatten, falls du es noch nicht bemerkt hast. Hat dir die Tatsache, dass dieser Ort Schlund gewandt wird, mir nicht bereits alles verraten? Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Nehmen wir mal die zwei. The Mataru are supposed to take care of those below. This does not resemble care to me. Die Mataru sollen eigentlich die weiter unten versorgen. Das hier sieht für mich nicht wie Versorgen aus. Let us go on. Lass uns einfach weitergehen. Er deutet nach vorne, doch seine Hand zittert so sehr, dass er sie mit einer anderen unterstützen muss. Tekio wendet den Blick zum Boden. Lass uns hier verschwinden. Ja, ich werde nicht seine Hand nehmen. Der Schlund. Ja, das hier ist wirklich ein Slumviertel. Mit Höhlenbehausungen. Ja, ich muss in die Taverne erstmal. Traveler, have you any food? Surely you have a scrap to spare. Eine magere Raparo-Frau schnappt nach deinem Bein. Sie greift schwach nach dir, ihre Finger sind knochig und zittert. Mercy, Traveler. Never have I been so hungry. Gnade, Reisender. Niemals war ich so hungrig. Hast du keinen Zugang zu Essen? There is prize share. The pile has grown leaner these years. Es gibt immer eine Ausbeute zum Teil, auch wenn der Haufen dieser Tage kleiner geworden ist. Little falls to our pile that is not rotten or sour. From this week and maybe before. Wenig fällt auf unseren Haufen, was nicht verdorben oder sauer ist, von dieser Woche oder vielleicht davor. Was meinst du? Sie schüttelt den Kopf. I say too much. If you would know more, ask Inoi. Vergib mir, ich sage zu viel. Falls du mehr wissen möchtest, frage Inoi. Our elder listens to those in need, and he speaks out of earshot of the guards. Unsere Ältesten hören den Bedürftigen zu und er spricht außerhalb der Hörreichweite der Wachen. There, in the house to the right, when you cross the bridge, he can speak of the hunger. Er ist dort im Haus rechts, wenn du die Brücke überquerst. Er kann von dem Hunger berichten. Ihr zitternder Arm zeigt in Richtung Südosten. Die Raporo legt zwei magere Finger an ihre Lippen, ihr Essen geben. Die Frau reißt die Raporo erstaunlich schnell aus der Hand. Nervös blickt sie sich nach Zuschauern um, dann stopft sie sich das Essen rasch in den Mund. Sie kaut gierig, schluckt, hustet, kaut erneut und spricht damit vollem Mund. Thank you. I'll share it. I swear. Vielen Dank, ich teile es. Vielen Dank, ich teile es, ich schwöre. Danke, Reisender. Wer ist der Anführer hier? Sie kichert düster. The Gullet is a lawless place. Forgotten. The only authority here is the Matarus, and they don't work on our behalf. Der Schlund ist ein rechtloser, vergessener Ort. Die einzige Autorität hier ist der Mataru, und sie arbeiten nicht für uns. But if it is a wise man you want, seek Inoi in his home. He tries to keep us safe and fed. He does not always succeed, but he does try. Aber wenn du gern einen weisen... Trying worth a lot down here. Aber wenn du gern einen weisen Mann hättest, such ihn neu in seinem Haushof. Er bemüht sich damit, wir sicher und satt sind. Er ist nicht immer erfolgreich, aber er versucht es. Er versucht es hier unten. Es zu versuchen, ist hier unten viel wert. Kannst du mir sagen, wie ich zur Graberstraße gelange? Black Market. I have heard of it, but I have never been. I prefer to keep my head on my shoulders, Akira. Der Schwarzmarkt. Ich habe davon gehört, aber war nie dort. Ich würde lieber meinen Kopf auf meinen Schultern behalten, Ikewa. But Inoi might know. Though he is blind, there is no part of the gullet he does not see. Aber Inoi könnte es wissen. Auch wenn er blind ist, gibt es keinen Teil des Schlundes, den er nicht sieht. If Inoi cannot help you, ask after Firna. She's the tavern keeper at the hole. Her ears hear many secrets. Wenn Inoi dir nicht helfen kann, frag Firna. Sie ist die Wirtin im Loch. Ihre Ohren hören viele Geheimnisse. Gut. Oh ja, wir sollten uns jetzt auch mal anhören, was. They took him. For what? Bataro is the second this month. And they say the pittings aren't increasing. Do they lie to themselves or just to us? At this rate, who'll be left to suffer the Mataru's ire? Ja, worüber haben sie sich unterhalten? Sie haben ihn mitgenommen. Wofür?
Bataro ist diesen Monat schon der zweite. Und sie sagen, die würden weniger hineinwerfen. Belügen die sich selbst oder nur uns? Wenn das so weitergeht, wer wird dann noch übrig sein, um den Zorn der Mataro zu erleiden? Mhm. So, das ist Bias Haus. Dekataka, Tillys Haus, Haus des Rapporo-Ältesten. Höhlenbehausung, die Enge, Nekataka und da sind Abfallhaufen. Ich komme mir fast vor, als wäre ich im Planescape Torment gelandet. I thought Aethys was too busy kicking over islands to blunt his teeth with mortals. Ich hielt Aethys für zu beschäftigt, damit Inseln einzustampfen, dass er sich die Zähne an Sterblichen ausbeißen würde. Ja, ich rede gerade mit Tekeo über seine Sprechblase übrigens. Tekeo begutachtet dich mit einem Ausdruck, der sich nicht leicht einordnen lässt. You must take something from all this idle chatter with the gods. Was sagst du? Du musst von all dem Geplauder mit den Göttern etwas mitnehmen. Aethys war auf mich neugieriger als ich auf ihn. Nichts Neues, ich bin schon mal an dem Punkt gewesen. Das möchte ich nicht besprechen. Ja, mit den Göttern habe ich schon oft geredet. Nehmen wir aber die Eins. Und du wusstest Dinge, die er nicht wusste? Aha, Tekeo beißt auf seinen Daumennagel. For what does he listen to you then? The gods I know are tight of lip and hard of hearing. Wofür hörtet ihr dann zu? Die Götter, die ich kenne, sind redevoll und schwerhörig. Er tastete seine Gefühle ab und braucht eine sterbliche Perspektive. Meiner hält einfach nicht die Klappe. Er könnte besorgt darüber sein, wie wir seine Handlungen interpretieren. Ich tue nicht so, als ob ich die Beweggründe des Gottes verstehen würde. Nehme ich mal die... He has inhabited a giant body and drained the souls of thousands. Can he be anything but committed? Er bewohnt einen riesigen Körper und verzehrte die Seelen von Tausenden. Wie könnte er da nicht entschlossen sein? Tekeo runzelt die Stirn. Ich könnte mir das Innenleben eines Gottes nicht vorstellen. Er verstummt allmählich und blinkt weg. Then, I am not meant to. It is for mortals to flail in the darkness, I say, while gods point us toward light. Aber ich bin nicht da. Ich bin dazu nicht bestimmt. Es obliegt den Sterblichen in der Finsternis, um sich zu schlagen, sag ich, während uns die Götter ins Licht führen. Sie haben einen Plan für uns. Das Letzte, was sie brauchen, sind Zweifel. Besser, wenn sie es uns selbst herausfinden lassen. Ich habe schon mal die Last der Autorität gespürt. Ich habe keinen Wunsch, sie wieder zu spüren. Jemand braucht die Macht, unsere Zukunft zu formen. Nehmen wir mal die zwei. Ah. Progressiv. Als Tekeo deine Worte abwägt, zuckt er ein wenig zusammen. Mit einem Grinsen klopft sich Tekeo auf ein Nest seiner sich windenden Haare, um sie zu beruhigen. To be worshipped. To have others interpret your design. Angebetet zu werden, die eigene Vorstellung von anderen interpretiert zu sehen. Seufzend zieht Tekeo seine Haare nach hinten. It's not fair, I say. Es ist nicht fair, sage ich. For what should a god worry about such cares, when theirs is the hand on the tiller? Wozu würden sich die Götter um solche Sachen sorgen, wenn sie das Ruder in der Hand hätten? Tekeo breitet seine Handfläche aus und runzelt die Stirn. Vielleicht sorgen sie sich gerade, weil sie das Ruder in der Hand haben. Reden wir immer noch über Aethys? Würdest du dir an ihrer Stelle keine Gedanken machen? Danke, dass du mit mir gesprochen hast, Tekeo. Genug davon. Reden wir immer noch über Aethys? Er zögert und blinzelt dich an, eine Handvoll seiner Haare zwischen den Fingern zusammengepresst. I did not wish to burden you. These days I am having to think harder than my pampered years. Ekera, ich wollte dich nicht belasten. In letzter Zeit muss ich mir über mehr Dinge Gedanken machen, als noch in der Zeit, in der ich verwöhnt wurde. You will forgive the handsome fish if he is as curious as the green god. Du wirst dem ansehnlichen Fisch vergeben, wenn er so neugierig wie der grüne Gott ist. Er reibt sich den Nacken und kichert. At least Aethys has you to keep him in check. What happens when we catch up to him is something for future Tekeo to worry about. Wenigstens hat Aethys dich, um sich selbst in Schach zu halten. Was geschieht, wenn wir ihn einholen, ist etwas, um das sich der zukünftige Tekeo Gedanken machen muss. Er lächelt leicht. Die Welt um dich herum wird dunkel und nochmal verlangt etwas nach deiner Aufmerksamkeit. Der Sog um Tekeos Seele. Gucken wir mal. Erneut findest du dich in Ondras wasserdurchtränkten Hallen der Macht. Das träge Schwanken der biolumizierenden Kronleuchter wirft ungleichmäßige Lichtstrahlen auf ihren Hof. Scratch under the wet clay of any artist and you hatch a lifetime of fear and doubt. Wühle dich unter dem weichen Lehm jedes Künstlers und du findest ein Leben voller Furcht und Zweifel. Ondra stützt ihr Kinn auf ihre Faust und betrachtet Tekeo mit einem Seufzen. My boy doesn't fear the gods.
He only fears what he'll compromise by living up to his potential. But isn't it easier to let sculptures represent you? Mein Junge fürchtet die Götter nicht. Er fürchtet nur, was er in Gefahr bringen wird, wenn er seinem Potenzial gerecht wird. Ist es nicht einfacher, wenn man von Skulpturen repräsentiert wird? Poor thing. Nothing he does could disappoint me. But that is a mother's prerogative. Der Arme. Nichts, was er tut, könnte mich enttäuschen, aber das ist das Privileg einer Mutter. Sie zieht sich mit einem nassen, klatschenden Geräusch zurück. Du empfängst den mentalen Eindruck eines Zwinkers. Die Welt um dich herum tritt wieder in Erscheinung. Tikio trägt ein unsicheres Lächeln und neigt neugierig den Kopf. Ich hätte aber einige Fragen. Ikera, I have answers. Du hast Fragen, Ikera. Ich habe Antworten. Tikio öffnet die Hand und bedeutet dir frei zu sprechen. Lass es von hier verschwinden, erstmal. Haben wir genug geredet. Eine Säule. Unter dem Dreck und Schimmel sehen diese Schnitzereien sehr detailliert und fein aus und sehr alt. Ach, Weißblatt. Ja, für Drogen haben die hier Geld. Hier ist das Loch, also die Taverne. Hey, hier kriegen wir sogar etwas Grog. Yay. Das Loch. Sogar mit Ogre-Piraten. Let's not stand too close to that. With my own ears. Dario said there's treasures in that pit. Shh. Have you lost your wits? Was haben die beiden zu besprechen gehabt? Also, wo hast du das denn gehört? Die Sache mit dem Chef. Mit meinen eigenen Ohren. Dario hat gesagt, in dieser Grube sind Schätze zu finden. Psst, hast du vielleicht den Verstand verloren? Okay. Heißer Wind, der nach erbrochenem Schimmel riecht, schillt aus dem Loch. Schankkellner. Das Essen ist gut, solange du nicht hineinschaust oder daran riechst. Ein Ogre-Pirat treibt sich hier sogar rum. Was bist du für einer? Ein Vitrak hier? Okay. Da ist Firner. Hilft mir aber immer noch nicht dabei. Ein banges Gefühl. Perser zu finden. Gucken wir mal erstmal, was du zu sagen hast. Dieser Rautanier sitzt kerzengerade. Auf dem Tisch in der Nähe steht eine halbvolle Flasche mit Alkohol und eine kleine Tasse aus Porzellan. Beide riechen nach Anis. Es sieht so aus, als wenn er sich anpassen wollte, aber ihre unnatürliche Stille und ihre marklose Erscheinung sorgen dafür, dass sie sich wie ein Korallenfisch gegen die Felsen anhebt. Ihre Augen suchen deinen Blick. Arami. Ich bin hier, Seduso Nui. Do we expect any foreign merchants today? Erwarten wir heute einen Händler von das ewige Weiß? Seduso hätte ihre Augen auf dich gerichtet, während sie mit dem Soldaten spricht. Oh, sie weiß, wo ich hier bin. Es wird eine kurze Pause sein. Tun wir nicht, Seduso Nui. Der Captain rutscht unmerklich hin und her. Dann nenn deine Geschäft schnell. Ich möchte eine andere Überraschung vermeiden. Sie springt schnell auf, als ob sie erwartet, dass jemand aus einer anderen Ecke der Taverne hervorspringt. Was hast du hier in den Kataka zu schaffen? I sold a consignment of iron and cultural coral and will return to Rautai with Vorals, Merkberries and Ondra Stars.
Fast fertig, hoffe ich. Ich habe eine Lieferung Eisen und Zuchtkorallen verkauft und kehre mit Wallace, Düsterbeeren und Undras Stern nach Rautal zurück. Sie rutscht auf ihrem Stuhl hin und her und zupft an ihrer verdächtig sauberen und hellen Kleidung. Seltsam, dass du deine Geschäfte in die Slums bringst, außer du treibst illegalen Handel. Du scheinst nervös zu sein. Weiß die tödliche Teufelsfeuergesellschaft, dass du hier Handel treibst? Ich dachte, die Rautaner sind aus der Messing-Zitadelle heraus tätig. Die meisten tun das. Sie vermeiden es, sich anzublicken. Ihr Mund hat sich zu einer strengen Linie verzogen. Ja, du scheinst nervös zu sein. Sie stellt hier Glas mit einem lauten Klirren ab. The Royal Deadfire Company would frown on business in this district. But there's no harm if they don't know. Die königliche Todesfeuergesellschaft würde Geschäfte in diesem Viertel mit Stirnrunzeln betrachten. Aber es macht nichts, wenn sie es nicht wissen. Sie lacht nervös. Verstehe. Was hast du mit mir zu schaffen? Done, I hope. I sold a ja. What is your business with nearly done? What is your business with me? Ja, kennst du den Weg zur Graberstraße? Nothing to do with such a place.